Digga, was da haben wir nicht, Leute? Was denkt ihr nur, als ob wir alles hätten? Wir sind nicht hier Kick oder so, oder Ikea, oder Brückenhöhle. Da ist der Vater, wow. Es gibt hier so viele Monster, dass ich die Brücke nicht reparieren kann. Früher gab es hier keine Monster. Er ist der Vater, okay, dann gehen wir jetzt mal hier so, kling. Safe noch zurück. Ich bin doch schon geil, gell? Ja, hier ist er. Bitte? Kling. Hier ist er nicht geil. Ich mag geil, komm. Gut, es gibt kein Spiel, hasst mich. Ein Tag. So, ein Tag. Oh, da ist es nicht draußen. Dann heißt es, wir gehen hier so und da so. Und da kann man aber nicht platzieren. Ich glaube, es da drüben der Boden umgeht. Ja, genau hier. So, wir schaffen es wahrscheinlich. Bling, bling. Bling, bling. So. Bombe. Bombe hinlegen. Attacken mit auswählen. Laufen. Okay. Hey. Scheiter. Der Pfahl am Flussufer ist wieder aufgetaucht. Okay, cool. Achso, ist da einfach ein Eingang. Hier so. Oder hier so. Scheiße. Dam, 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 dam. Schatzruhe. Heiltrank gefunden, awesome. Und da fällt mir gerade eigentlich weiter eigentlich vor, als ich aus der Höhle rausgehe oder aus dem Tor. Ich muss gehen mal anprobieren, wer es besitzt und so. Und warum das wir schon bei den Waffen? Muskelring. Nö. 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 Da bringt niemand von uns was. Und hier fliegen bei Mücken rum. Was machen wir hier? Du willst das Essen kaufen. Ach, was wollt ihr denn mit Glasring? Ihr seid doch alle blöd, ey. Ihr könnt mich mal einschalten. So. Und draußen wird es langsam hell. Und den Tag ausfahren. Kille, kille. So. Bling. Da. Eine super awesome animierte Feueranimation. Yeah. Na doch was. Geheimgang irgendwo. Hier so. Oder hier. Okay, durch die Treppe. Hier so ein Geheimgang. Oder hier. Komm schon, so ein Geheimgang. Egal, durch die Tür. Und. War hier bis jetzt irgendwo ein Monster in der Höhle? Ich hab das auch so hochgepriest. Oh mein Gott, diese beiden Monster, sie wollen mich alle töten. Wir gehen durch die Richtung. Hey, Zaubertrank. Cool. Was der auch immer macht. Und diese Tür sieht besonders aus. Und wir landen. Oder seine Falle. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Das ist seine Falle. Da leitet mir einfach mal ein guter Abenteuer. Und oh, Falle. In diesem Raum ist nichts. Diese Leere erscheint mir sehr dubios. Gibt es hier nicht einen Trick oder sowas? Tja, lauf hier nicht so und dachte herum, es könnte gefährlich werden. Alles okay, flopp, gleich fällt's runter. Ich wusste es. Tja! Um Himmels Willen, schnell, wir müssen sie finden. Mist, ich finde die Treppe nicht nach unten. Wir haben keine Zeit mehr, um nach Treppen zu suchen. Flopp, was zum Henker? Flopp, das ist geil. Tja, Tja, pass auf. Fliegen, zerschlitzt. Mann, das war aber knapp. Geht es dir gut, Tja? Ja, ja, danke. Gut. Tja, alles in Ordnung? Ja, Slan hat mich gerettet. Danke, Slan. Deine blitzschnelle Reaktion hat Tja gerettet. Naja, das war aber auch viel Glück dabei. Ja, da hast du vollkommen recht. Also passt jetzt besser auf. Ich glaube, ich könnte das nicht wiederholen. Wir dürfen uns nicht nur auf unser Glück verlassen. Davon abgesehen, was machen wir jetzt? Ich kann keinen Ausgang mehr entdecken. Mal sehen, vielleicht ist irgendwo ein Geheimtür versteckt. Oh, Selan! Warte, Jano. Was ist los, Tja? Wir müssen uns beeilen. Ja, tut mir leid, also auf geht's. Ja, cool. Selan, ist dir auch nichts geschehen? Hä? Und sagst du, wir sollen vorsichtig sein, und was machst du? Ja gut, aber war nur Spaß, ich bin froh, dass du hier bist. Egal, Hauptsache dir ist nichts passiert. Auf geht's, Tja. Du bist so süß, Jano. Es wäre alles viel einfacher, wenn du einen Ekel wärst. Tja! Wie was? Oh, verzeih mir. Ich habe gerade über etwas nachgedacht. Komm, Geheimgang irgendwo. Bitte. Und ich finde es lieber, wenn Leute einfach so einen Feind tappen, wie diese gerade. Es war über episch, so zweimal in diese Falle reinzutappen. Was ist hier? Monster. Und was? Irgendwie so ein cooler Ort. Wahnsinnig viele Viecher. Oh, cool ins Skelett. Geheimgang irgendwo. Geheimgang. Geheimgang. So. Hier drin. Da lang. Hey, was ist das? Eine Tür, die zu ist. Okay, fangen wir an. Nummer 1. Ein Ex-Mann nehme ich und immer mit Blutball in your face und du nimmst Schock in your face. Boah,
Glühwein. Riesiger Kieselstein fällt mit dem Zauberkampf des 114. Ah, Vamps, 194. Rosse. Und Chalk. Und 94. Und weg. Oh, das geht schnell. Okay, nächster bitte. Und wir selber mit. Okay, das ist einfach dasselbe. Dann mit der falschen Richtung gedrückt. Letzten Schluck. Wow, der Ex-Mann hat diesmal überlebt. Dann wird Alex noch was erledigen. Schwing. Und das reicht. Wow. Und ich stelle jetzt nicht sein Level ein. Und wow, die spawnen ganz schön schnell. Hat jetzt gesehen, der Typ ist gerade schon mal respawned von vorhin. Und wow, du bist das. Das ist Schocken, du Arsch. Okay, dann wirst du jetzt sterben. Blitz. Das hat noch nicht gereicht. Der jetzt erschlitz. Reicht doch. Blablabla. Wow, das ist mal nicht schnell. Ich greife jetzt zuerst einmal auf die Fresse. Schwing, schwing, schwing. Schwing, schwing. In your face. Und tot. Und der letzte. Ein dober Beißer. Blutball, riesiger Kieselstein, der runter brennt. Und alles brennt. Und Gegner nimmt kaum Schaden. Und boah, hat Oberweiser Kick auf die Fresse mit 77. Und boah, riesiger Kieselstein, der runter brennt. Alles wird aus brennt. Alles explodiert. Ein Gegner tot. Alex wird auch so fail. Oberweiser beißt. Nein, noch verstanden. Ein weiterer Oberweiser ist erschienen. Ein weiterer dummer Beißer ist erschienen. Oh, Flachwitz. Oder Teewitz muss noch ziehen. Okay. Okay, das war jetzt nicht richtig einfach so. Was mache ich? Ich drücke so A. Was ist passiert? Mein Messer auf die Tür kaputt. Beste Lösung, einfach kaputt hauen. Irgendwo Geheimgang, bitte, bitte. Geheimgang, hier, vielleicht da. Irgendwo. Oh, warte. Zurück, zurück, zurück. Ah, immer in die falsche Richtung. Zurück. Zurück. So, hier sind wir schon mit dem Geheimgang. Ich kenne das. So gut. Komm. Okay, Ketchup, höher. Geheimgang, irgendwo. Irgendwo gut versteckt. Komm, gib's zu. Irgendwo. Schade. Nächster Raum. Irgendwo. 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 Okay, noch ein zur. Oh, scheiße, wenn es gerade noch Zeit. Die Monster sind weg. Habt ihr Typen sie vertrieben? Ja, wir haben die Quelle des Bösen, die sich im Keller dieser Höhle befand, besiegt. Nun kann ich die Brücke reparieren. Wollt ihr mir dabei zuschauen? Ich habe es gern, wenn mir jemand dabei zuschaut. Das liegt in der Familie. Ich bin gleich fertig. Bling, 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 bling. Will nun Relaf so schnell in der Brücke gehen? War das nicht toll? Tja, ich bin ein Meister meines Fachs. Nun dann, bis zum nächsten Mal. Und da rennt er weg. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz hinterher. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich war einfach hinterher. Dum, 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 dum. Hier runter rennen, sprinten, und die Fresse kriegen Flammen, deswegen Pilzen. Denn die auf der Fresse hauen werden. Aber ich glaube, für die reicht einfach nur normale Funkenblitze. Und wenn nicht, dann. Mal gucken. Und mein Glas ist leider wirklich leer. Schade. Jetzt tut der Marathon ein bisschen an meiner Kondition lagen. Ich merke schon langsam, wie ich müde werde. So, bla. Wie ist der Kerl, der gerade zu schnell wird? Warum hat er das getan? Schön, ja. Ich würde zu dem Mädchen mit ihrem Vater. Die müssen wirklich ein Junge, sonst schubst du dich nicht richtig im Busch. Ey, geht gar nicht. Ihr habt mein Vater geholfen, nicht wahr? Ich danke euch. Vielen Dank für eure Hilfe. Fühlt euch hier wie zu Hause. Vielen Dank, ich habe hier etwas für euch. Willst du uns das wirklich geben? Ja, ich werde es gut aufbewahren. Drachenei erhalte. Yay, damit haben wir das nächste Drachenei. Und wie viele mussten wir sammeln? 8 oder 7, ich weiß es nicht. Und dann tun wir irgendwas Tolles damit. Schaffen. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber egal. Und wir müssen jetzt wieder hoch in die Höhle. Und wow, Doberweißer. Und schwimmen in your face und Glut. Ah ja, geil. Panzerball. Glutball. Nein. Glutball.
explodiert. Oh mein Gott, ein riesiger Kieselstein, was soll man tun? Und Schlitz. Und der ist noch ein bisschen besser. Und oh mein Gott, das schmeckt dieser riesige Kieselstein. Oh, was geht. So, und da haben wir jetzt ein paar schöne Karl-Runde, weil das Fell weggebrannt ist. Sieht doch gut aus. Durch die Höhle. Dam da dam dam da. Über die Brücke. Und kein Kahn. Doch nicht. Schade. Und la 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 la. Puh. Und das war das erste Mal, dass ich jetzt, glaube ich, gegähnt habe im Let's Play. Also in diesem, während des Marathons. Oder habe ich überhaupt schon mal gegähnt während der Aufnahme? Ich glaube ja. Sie leben noch und alles ist geschlagen. Und 84 und sogar so kräftig, mächtig, heftig. So, und einfach alle jetzt auf die Fresse, weil ich keinen Bock mehr habe. Bling. Oh, ein Schatz. Oh ja, heilig hoch, ey. Wow, jetzt mache ich Schlitz und ist tot. Da ich doch. Kling. Und schau. So, und jetzt hat Alex Hunger. Bitte. Ja, wir haben die verdammte Federrüstung. Yeah! Federrüstung. Wo ist sie nun? Okay, Federrüstung. Oh mein Gott, Leute. Höchste Stufe von Alex. Boah, wow, lila Schaumwolke auf Doom ist entstanden. Warum ist er lila oder rosa? Entweder ist es pink, rosa oder lila oder wie immer. Eins von beiden, ihr könnt es entscheiden. Oh mein Gott, guckt ihn euch an. Boah, wow, das ist krass aus. Nein, das ist zu rosa. So. Oh, haben wir nicht. Okay, wir zu der ist schon Alex. So. Das Königreich, welches hier einfach so mal rumsteht. Königreich Rosalka. Willkommen, Königreich Rosalka. Dann hab ich. Oh, cool, was geht jetzt ab? Schwing. Wer bist du? Fling, weggeschlitzt. Und da ist Gabes, glaube ich. Nein, eine Armee von Monstern und irgendein Typ. Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlappen. Oh yeah, da ist er. Hey, was ist das? Was geht ab? Was? Wer seid ihr? Was bildet ihr euch ein? Du bist also der stärkste Krieger des Schlosses, der Oberwaschlappen. Freundchen, ich bin der stärkste Krieger der ganzen großen Welt. Witzig, witzig, mein Name ist Idora. Ein gewisser jemand hat mich geschickt. Wer? Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Komm zur Sache. Unwissender, ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen. Hahaha. Genug gequatscht, warum bist du aus deinem Loch gekrochen? Du hast eine recht lange Leitung, okay. Jetzt zum Mitschreiben. Ich bin hier, um zu zerstören. Punkt, Punkt, Punkt. Du hast wohl zu heiß gebadet, oder? Dieses Königreich wird zu zerstören. Mit deinem Babymonstern, du beliebst zu scherzen. Du spielst mit deinem Leben. Auf ihn mit Gebrüll, meine Freunde, packt ihn. Und jetzt, die Unglückswürmer. Du Unglückswurm, du hast einen Fehler begangen. Ihr Monster, was ist mit euch los? Macht ihn fertig. Worte sind Schall und Rauch. Zeigt deine wahre Stärke. Was zum? Huhu, hier bin ich. Jetzt geht die Party richtig los. Ich wurde zerstört. Das war nur eine meiner 100 Spezialtricks. Dagegen sind deine Monster kleine Fische im Weichei. Ha, so kommst du mir nicht davon. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm her! Was? Bezahlen, bezahlen kann man nur, wenn man etwas kauft. Du hast nichts, was ich kaufen möchte. Schuft, du hast mich lange genug beleidigt. Du wirst mir nicht entkommen. Was hat ihn denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser reichen. Bin ich nicht klasse? Stark, das ist mir sicher. Ja schon, das ist wahr, aber nicht so besonders clever. Stimmt. Also ein bisschen blöd, so wirklich. Huch, da scheint noch ein kleines Monster, ein kleiner Monsterdame übrig zu sein. Wow, ist das Mon... Ist das... Ist
das Monster, das mein Königreich zerstören will? Ruhe, da ist es, da ist es. Oh, hallo. Wunderbar, Persus. Trete zurück, ich knöpfe ihn mir vor. Ja, was für ein Gangster. Schau, Persus, ich habe das Monster besiegt. Meine Hochachtung, eine wahrlich königliche Leistung. Keine Schmeicheleien, als Prinzessin ist meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen. Hey, Dika, du bist es. Hast du das auch gesehen? Mein König, ich bringe dich nicht in Gefahr. Pappalapap, nur ich kann... Ach so, bringe dich nicht in Gefahr. Nur kann ich dieses Land beschützen. Dika, sei stark wie ich. Ja, eure Hoheit. Gut, Persus, ich gehe wieder hinein. Ja, und das ist DK. Das war also DK. Das ist ein aufregendes Land. In jeder Beziehung. Du siehst wie ein echter Krieger aus. Bist du vielleicht Yano? Wow, ich bin so fame. Genau der bin ich. Nun, ich hörte bereits von dir. Dein Ruf eilt dir voraus. Ah, ich sag es doch. Ach, nein. Naja, die Leute. Nicht so bescheiden. Ich wollte dich und deine Leute immer schon mal kennenlernen. Warum das denn? Es gibt nur einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Ein Duell. Ah, nicht so schnell. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Schade, es wurde gerade interessant. Doch warum bist du denn hier? Kennst du einen Mann namens Gardas? Nun, er soll ganz Gordovan in Schutt und Asche gelegt haben. Kaum zu glauben. Aber leider war. Wie kann bloß ein Mann allein eine ganze Stadt zerstören? Fast ein wenig furchterregend. Furcht? Quatsch. Ich brenne darauf, ihm das Hirn dazu geben. Ehrlich? Ja, ach ja, Gardas soll hier in der Gegend sein. Sicher? Ja, und Idora soll auch in der Nähe sein. Meinst du, Gardas hat ihn entsandt? Idora beherrscht die Monster, Gardas muss dahinter stecken. Punkt, Punkt. So ganz nebenbei, willst du mir nicht deine netten Begleiterin vorstellen? Oh klar, das ist Tia, ich kenne sie seit meiner Jugend. Hi, schön dich kennenzulernen. Und das ist Celan, sie ist eine tapfere Kriegerin und wird uns im Kampf gegen Gardas bestehen. Hey? Celan aus Pandoria, du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch besonders hübsch. Du bist ein Süßholzrassler, wie? Nun, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert, doch diese Dame ist besonders nette Worte wert. Hoho, ehrlich? Fühlt euch im Schloss wie zu Hause, lasst uns später die Klingen kreuzen. Schwing. Und das war DK. Ziemlich direkter Junge. Er scheint die Tricks zu kennen, auf die wir die Mädels immer wieder hereinfahren. Warum schauen wir uns dann das Schloss nicht von innen an? Yay. Oh, in dem ganzen Schloss ist ein Laden und alles. Oh, ich kann mich hier endlich ausrüsten. Okay. Und wir haben es jetzt schon 5:30. Und die Sonne geht bald auf. Ja, wir übernachten hier für 30 Gold. Ganz schön teuer, aber egal.